Go. Yo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch meinen neuen TeamSpeak Server. Den könnt ihr unter der IP masumplace.tk erreichen. Dann drückt Staff verbinden. Ja, dann beschaut auf dem Server. Ihr seid in der Lobby dann halt beim ersten Login und halt immer wenn ihr einloggt. Und ja, das ist der ganze TeamSpeak. Dann haben wir hier oben mal die Team Lounge. Da kann halt ich und da kann halt die Mods rein. Oder Leute, die YouTuber oder Freunde Rang haben. Zu den Rängen komme ich noch nachher. Dann haben wir hier die Lobby, ja, habe ich schon gesagt. Dann haben wir hier die Gamble-Ecke. Da sind halt die ganzen Channels drin, wo ihr mit euren Friends talken könnt, wenn ihr gerade irgendwas spielt. Und dann haben wir hier noch einen kleinen AFK-Raum. Da gibt es lange AFK, kurz AFK, stups me if you need me, quasi. Und AFK-Kacken. Ihr wisst ja, ihr wollt gerade AFK gehen. Aber die Leute sollen wissen, nur so lange, wie ihr halt am Klo seid. Dann geht ihr in den AFK-Raum und alles ist cool. Zur Team Lounge, diese zwei Channels, Aufnahme und Stream, da kann nur ich und dabei Danny rein. Ich kann euch halt reinmoven, das wäre halt zum Beispiel im Aufnahmeraum wäre das der Fall, wenn ich jetzt sagen wir, ich nehme gerade ein Video auf über das neue Projekt zum Beispiel und ich sehe gerade, ah, der und derjenige sind gerade auf dem Server und mit dem will ich gerade was besprechen. Ja, dann ziehe ich euch beide halt in den TS und wir können halt talken. Dasselbe im Stream, wenn ich streame und ich will halt mit irgendjemandem von euch reden, dann ziehe ich halt auf den Streamraum. Also da könnt ihr nicht rein, außer seid halt Mods, also in die drei könnt ihr rein und in Masums Lounge, wenn ihr Mods, YouTuber oder Freunde seid. Aber Aufnahmen Stream ist Novomesh. Und sonst könnt ihr eigentlich überall reingehen. Hier ganz oben wird noch ein Musikraum sein mit einem Musikbot. Den muss ich noch kurz ein bisschen einstellen und noch ein paar Lieder runterladen. Zu den Servergruppen, sprich zu den Rängen. Es gibt den Server und den Owner, das sind das zweimal dasselbe. Nur halt hat der Owner einen eigenen Namen, das bin halt nämlich nur ich. Und Server-Admin ist halt momentan nur bei Danny. Wird auch so bleiben, glaube ich. Dann gibt es halt die Mods. Mod ist klar. Ein YouTuber. Weiß noch nicht, ob wie viel Abos mein YouTuber wird, aber es gibt den Rang einfach mal. Dann Freund. Das wären halt meine Real-Life-Freunde oder halt Freunde, die ich im Laufe der Zeit halt irgendwie kennenlerne. So im Game, im TS oder dies, das. Und Guest ist halt jeder, der halt auf den Server kommt, jeder andere. Und ich bin gerade am überlegen, ob ich halt einen neuen Rang mache für Leute, die entweder sehr oft auf dem TS sind und halt positiv auffallen oder von denen ich 100% weiß, dass sie meine YouTube-Videos schauen und regelmäßig kommentieren. Sprich für die treuen Abonnenten, sage ich mal. Aber mir fehlt dafür einfach noch ein passender Name. Und ja, das ist das Problem, mir fehlt halt ein Name. Wenn euch ein guter Name einfällt, dann schreibt mal in die Kommentare und vielleicht mache ich da halt einen neuen Rang. Und ich würde sagen, eigentlich wär's das schon zu dem Video. Sorry, dass heute an diesem Mittwoch nur das kommt, aber ich wusste nicht, was ich sonst aufnehmen soll. Und ich wollte sowieso ein Video zu diesem Server machen. Das kam mir ziemlich gelegen. Und ich würde sagen, kommt auf den Server, wenn ihr Zeit habt. Dann könnt ihr mit euren Freunden spielen, ab und zu auch mit mir, wenn ich online bin. Und ja, wir sehen uns dann am Freitag. Bis dahin, meine Freunde. Und habt einen schönen Tag. Ich sag tschüss.